Um 8 Uhr am Mittwochmorgen rückten mehrere Mitarbeiter der Steuerverhandlung und des Zoll an der Geschäftsstelle der Larkis Group auf der Krakauer Straße an und durchsuchten die Räumlichkeiten. Parallel wurde auch die kfc geschäftsstelle und das Privathaus von kfc präsident Larkis am Stadtwald von mehreren Beamten durchsucht. Nach drei Stunden in seinem Haus stellte sich der Präsident den Medien. Das war schon komisch, ja? hat man ja sonst nie. Grund für die Durchsuchung soll laut Aussage von Larkes ein wohl undurchsichtiger Vertrag mit Ex-Spieler Mike Kuter sein. Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung sollen laut dem KFC-Präsident nicht die Ursache für die intensive Suche nach Unterlagen in seinem Firmensitz gewesen sein. Das ist der Verdacht, der schon vor Monaten in den Zeitungen stand, ausgelöst über den WDR. Mike Kuter war ja die Ursache. Ich soll einen Doppelvertrag geben. Wir haben das schon mal erklärt. Ja. Pressemäßig natürlich. Jetzt müssen wir es natürlich über unsere Anwälte erklären. Nochmal. Ob der Vorfall Auswirkungen auf seine Zukunft beim KFC Uerdingen hat, wollte Lakis so kurz nach der Durchsuchung nicht beurteilen. Ich bin natürlich immer wieder verärgert, dass ich durch den KFC natürlich immer wieder reinrutsche in die in, ja, in, in Schusslinie ja, eben als Präsident. Aber äh, das ist nichts Neues für mich. Also ich kenne das ja mittlerweile und deswegen wird unser Verein trotzdem werde ich ihn nicht hängen lassen. Ja. Also es wird genauso weitergehen, wie weit ich das Auswirkungen auf meine persönliches Engagement irgendwann mal hat, das ist natürlich auf einem anderen Blatt Papier, aber das habe ich ja schon mal geäußert, dass ich manchmal natürlich auch mal müde bin mit immer wieder Angriffen. Ja. Und so verließ der KFC-Präsident nach dieser bitterbösen Überraschung am Mittwochmorgen sein Anwesen und machte sich wohl auf direktem Wege zu seinem Anwalt.